Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich mir bei Amazon die Jevenius Young Box bestellt und ich habe ja gestern schon mit euch die Jevenius Woman Box ausgepackt und heute ist die Young Box dran. Ich bin ganz gespannt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, die Box kannst du entweder bei Amazon für 12,99 € kaufen oder für denselben Preis auf jevenius.de. Jevenius heißt Jugendlichkeit auf Englisch. Und ja, ich bin ganz gespannt. Es wird gesagt bei der Young Box, dass es halt auch sehr hochwertige Produkte sein sollen. Eigentlich bis zu einem Alter von 25 Jahren. Ich bin jetzt 29, aber hey, meine Haut weiß das vielleicht nicht so. Wir sagen es ihr einfach nicht. ja, also die Produkte sollen einen Wert von mindestens 30 € haben und halt sehr hochwertige Marken beinhalten. Da hast du dann auch dekorative Kosmetik mit dabei. Ja, und wenn du bei Amazon für 70 € in diesem Jevenius-Bereich einkaufst, kriegst du auch so eine Box dann gratis mit. Musst du dir halt in den Einkaufskorb legen und dann wird es halt irgendwie abgezogen. Keine Ahnung, stand da irgendwie mit bei. Ja, und wie auch bei der normalen Jevenius Box ist das Ganze schadstofffrei und unbedenklich, also die Produkte. Und es gäbe auch noch eine Men Box, aber die war zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, leider ausverkauft. Und ja, deswegen habe ich die nicht, aber die gibt es ja immer mal wieder. Ist ja keine Abo-Box, sondern eine ganz normale Kauf-Special-Box. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal in Zukunft etwas mehr ein Auge drauf haben, weil ich die doch ganz interessant finde. Auf jeden Fall war ich von der Woman Box ziemlich begeistert und bin jetzt einfach mal gespannt, was die Young Box dann so für mich bereithält und was für Produkte sich darin verbergen. Jo, optisch unterscheidet sie sich so gar nicht von der Woman Box. Also das sieht genauso aus, steht halt nur hier hinten drauf, dass da Young ist. So, und dann gucken wir mal rein. Die Jevenius Box hatte ich damals mal schon gesehen bei der lieben Nasti auf dem Kanal und habe mir gedacht, nur Naturkosmetik ist jetzt nicht so meins. Und dann hatte in den letzten Tagen die liebe Cindy vom Kanal Rosa87Lee auch noch ein Video hochgeladen und da waren aber so coole Produkte drin, dass ich mir gedacht habe, so, und jetzt guckst du dir die mal ganz genau an und habe mir dann direkt auch die Young Box mitbestellt. So, dann öffnen wir mal das Schätzchen. Ist ein bisschen kleiner als die klassischen Abo-Boxen, die man so kennt. Oh, das war meine Hüfte übrigens, falls ihr es knacken gehört habt. Bin im knackigen Alter. Ja, also sie ist ein bisschen kleiner als jetzt die Pink-Box oder die Glossy-Box. Ja, aber dadurch nicht minder hübsch, würde ich mal so sagen. Auch hier hast du ein Schleifchen drauf. Bei der von der Woman hattest du ein richtig pinkes. Hier hast du so ein altrosanes Schleifchen drauf. Das kann man dann aufmachen. Und dann hast du hier auch das klassische Seidenpapier. Und hier kommen dann auch die Produkte zum Vorschein. Außerdem hat man hier noch ein Heftchen dabei, wo drin steht, was drin ist. Und die Preise dazu. Das finde ich auch richtig cool. So, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Okay, von Ahava. Dieses Duschgel hatte ich in der Woman Box leider auch schon drin. Aber naja, da ist ja nicht so viel drin. Und von daher die 40 ml, das ist ja auch ruckzuck aufgebraucht. Das hat mir eben auch schon vom Geruch her sehr, sehr schön gefallen, als ich dran gerochen habe. Also es riecht wirklich angenehm. Es riecht wie irgendein Parfüm. Aber ich weiß nicht welches. Nee. So, das erste Produkt, was ich hier in der Box drin habe, ist so ähnlich wie das, was ich eben in der Woman Box drin hatte. Und zwar ist das von Ahava mit Dead Sea Water, also mit totes Meerwasser, eine Mineral Hand Cream. Also das ist eine Handcreme und den Geruch von dem Duschgel fand ich schon richtig gut. Und jetzt bin ich mal bei der Handcreme auch gespannt, wie das so riecht. Es riecht sehr sanft, sehr angenehm. Und fühlt sich auch sehr, sehr schön auf der Haut an. Also es zieht richtig schön ein. Also das gefällt mir. Muss ich sagen, das ist ein Produkt, worauf ich mich freue, es zu verwenden, auch wenn es eine Handcreme ist. Ich bin kein Fan davon, Handcremes in Boxen zu haben, weil du einfach in jeder, gefühlt jeder zweiten Box eine Handcreme mit drin hast. Aber ich glaube, das ist eine ganz coole Sache.
Eine luxuriöse, reichhaltige und mit Mineralien angereicherte Handcreme, speziell für die Pflege und den Schutz der Hände entwickelt, um sie vor Auswirkungen unterschiedlicher Temperaturen und täglichen Einflüssen zu schützen. Mit dem beliebenden Duft einer erfrischenden Meeresbrise kombiniert mit floralen Noten glättet sofort trockene, rissige Haut, macht sie weich und geschmeidig. Als nächstes habe ich hier, und das finde ich richtig cool, von Luwes Naturkosmetik mit Heilerde einen Körperbalsam. Ich kenne Luwes als Maske, aber als Körperbalsam finde ich das richtig interessant. Für trockene und anspruchsvolle Haut mit Camelinaöl für schöne und gesunde Haut. Also da bin ich ja richtig gespannt drauf. Und du siehst hier auch tatsächlich, dass es ein bisschen bräunlich ist. Richtig interessant. Es riecht aber nach Naturkosmetik, ne? Also es ist jetzt nicht so der geilste Geruch auf der Welt, aber sowas reicht eh nur für ein bis zweimal Körper eincremen bei Claudi, weil ich einen großen Körper habe und 1,73 Meter groß bin. Freue ich mich aber drauf, weil das halt wirklich Qualitätsvermutungseffekt bei Luwes, ganz ehrlich. Also Luwes ist eine Marke, der vertraue ich einfach. Wie geht's euch da? Stimmt mal hier oben ab, wie ihr das so seht. Der Luwes Körperbalsam bietet für trockene, anspruchsvolle und sensible Haut optimalen Schutz durch die Kombination aus ultrafeiner Heilerde mit intensiv pflegendem Marulaöl und einer hochwertigen Pflanzenmilch. Außerdem wird die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Ein rückfettender Aktivkomplex mit Camelinaöl stärkt die natürliche Hautbarriere und reduziert die durch tägliches Duschen verursachte Hautentfettung. Die Haut wird nachhaltig gepflegt und erhält mehr Elastizität. Als nächstes habe ich hier von Hübner Silicea-Nagelaufbauserum für brüchige Nägel. Das ist sehr interessant, sowas brauche ich aber nicht, weil ich habe Gelnägel und ich habe keine brüchigen Nägel. Gott sei Dank. So sieht das kleine Fläschchen aus, aber das wird auf jeden Fall weitergegeben. Werde ich nicht selber verwenden. Es ist hochwertig, das ist so ein Milchglas und ja, wird auf jeden Fall weiter wandern und nicht bei mir bleiben. Ob lang oder kurz, spitz oder rund, leuchtend rot oder zart rosé, gepflegte Fingernägel unterstützen jedes Erscheinungsbild positiv. Jedoch sind Nägel nicht nur dekorativ, sie sind auch Teil unserer Hände und werden täglich beansprucht. Deshalb haben unsere Nägel eine intensive Pflege nötig. So, dann habe ich von einer Marke, die ich jetzt kenne, die heißt Sans Souci, eine 24-Stunden-Pflege für morgens und abends fürs Gesicht. Hier ist es. Sans Souci hatte ich schon mal eine Maske von. Hatte ich da auch schon mal eine Creme von? Das weiß ich gar nicht. Aber ich, genau, hatte da auf jeden Fall die Maske von. Riecht auch sehr neutral, würde ich mal so sagen. Also einfach nach Creme. Da ist jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas drin. Und das ist halt wirklich für Feuchtigkeit spenden. Und das finde ich ganz interessant. 24-Stunden-Pflege mit Hyaluronsäure und Algenextrakt. Die zarte Textur ist besonders für feuchtigkeitsarme Haut geeignet und schützt sie vor dem Austrocknen. Die Haut wird gezielt mit Feuchtigkeit versorgt und kann diese langanhaltend speichern. Trockenheitslinien und Fältchen werden geglättet. Der Teint erscheint deutlich frischer und praller. Die Haut ist perfekt durchfeuchtet und ebenmäßiger. Ja, in der Box hast du ja 5 bis 6 Produkte. Ich habe jetzt hier das letzte Produkt, das fünfte Produkt, und das ist von Malu Wills, eine 24-Stunden-Mascara. Wo wäre dieses Produkt besser aufgehoben als bei mir? Wird auf jeden Fall getestet. Ich mache ja immer gerne meine Mascara-Tests mit euch und da kann ich sowas definitiv gebrauchen. So sieht das Schätzchen aus. Sieht man jetzt nicht so super gut, glaube ich, aber finde ich ganz interessant. Ich muss sie aufmachen. Also ich finde, es ist vom Design her ganz witzig. Also du hast so eine konische Form, dass es quasi nach hier hin breiter wird. Riecht nach Naturkosmetik-Mascara tatsächlich. Du hast hier so ein Gummibürstchen und das sieht ganz gut aus. Ich glaube, die wird Spaß machen. Die langhaftende Textur hält den ganzen Tag ohne zu verwischen. Durch die praktische Kunststoffbürste wird ein präzises und gleichmäßiges Auftragen ermöglicht. Die Wimpern werden perfekt getrennt. Die intensive Farbabgabe schenkt den Wimpern aufregenden Ausdruck. Boom! Da bin ich wirklich gespannt, Leute. Richtig gespannt. Ihr Lieben, das war jetzt mein kleines, aber feines Unboxing von der Juvenilis Young Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Box ein und bin wirklich gespannt. Aber ich denke schon, dass wir über 30 € liegen werden.
Und wenn das so ist, ist es ja eigentlich ein ziemlicher Schnapp, oder? Naja, man kann sich die auf jeden Fall mal anschauen. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn euch dieses Unboxing gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!